gehen wir doch mal Schritt für Schritt durch. Devion, ich habe eure Anfrage nach zusätzlichen Sklaven erhalten. Sie werden euch so schnell wie möglich zugesandt. Die Dinge in Baldurs Tor stehen gut. Wir haben eines der edlen Grundstücke im Westen erworben, das wir als Basislager für unsere Operationen benutzen. Okay, im Westen von Baldurs Tor. Es handelt sich um ein sehr altes Gebäude, das höchstwahrscheinlich schon vor dem Bau der zweiten Mauer errichtet wurde. Durch seine Bauweise lässt es sich leicht vor dem Eindringen von Dieben schützen. Denkt daran, Jeslik zu fragen, ob ihm seine neue Behausung gefällt. Jeslik? Rielta? Alturiak 1367. Also Rielta, ja, das war der Anführer von Devon. Und eventuell Sarabok, das wissen wir nicht. Zweiter Brief, Devon. Unsere Pläne laufen gut. Mein Sohn Sarabok. Auch unterschrieben von Rielta. Okay, also ist Rielta der Oberanführer der ganzen Aktion. Unter ihm steht Devon und sein Sohn Sarabok. Mein Sohn Sarabok ist von unserem Hauptquartier in Ordulin zurückgekehrt. Er bringt Neuigkeiten von unseren Vorgesetzten. Oh nein, die haben auch noch Vorgesetzten, die mit unserem Fortschritt soweit zufrieden sind. Ich habe vor, Sarabok zum Befehlshaber über unsere Söldnereinheiten in der Region zu ernennen. Er hat bereits Tatzok, seinen Bediensteten, in den Mantelwald gesandt, damit dieser die dort stationierten Kräfte befehligt. In Baldurs Tor gehen die Dinge geschwind voran. Wir haben unsere besten Agenten in den Reihen des Handelskontors der Gemeinschaft der Sieben Sonnen eingeschleust. Okay, also wenn wir nach Baldurs Tor kommen, sollten wir uns da auch mal umgucken. In der Gemeinschaft der Sieben Sonnen. Das hat er jetzt ein Jahr später geschrieben. Und was ist hier? Derevorn. Wie ihr wahrscheinlich gehört habt, zeigt das Eisengift in der Küstengegend bereits Wirkung. Nachdem die meisten Eisenimporte von Tatzok aufgehalten worden sind, kommt nur der Großteil aus der verseuchten Eisenquelle Nashkel. Der Aufstand der Sycilianer in Am hat dafür gesorgt, dass keine Kräfte dieser Nation in der Lage sind, sich unseren Söldnereinheiten entgegenzustellen. Jedoch wurden einige der Söldner der Schwarzen Krallen von der flammenden Faust gefangen genommen. Alle Gefangenen haben behauptet, mit dem Zentarim verbündet zu sein und damit jeglichen Verdacht vom Eisenthron abgelenkt. Zentarim ist auch so eine Vereinigung. Ich habe Transig ausgesandt, den Söldner dabei zu helfen, das Eisen zu eurer Basis im Mantelwald zu schaffen. Also sie schaffen Eisen in eine Mine? Ha, na gut. Er hat einige Packtaschen mitgebracht, sodass er alleine zum Mantelwald reisen kann und somit die Gefahr verringert, dass euer Stützpunkt von Spüreinheiten der flammenden Faust entdeckt wird. Na gut. 1370, also 2 Jahre nach dem letzten Brief. Das müsste der aktuellste Brief sein. Und noch ein paar Schriftrollen. Haben wir noch irgendwo Platz? So. Und ein bisschen Taschengeld. So, die Truhe, hatten wir die schon? Na, ich glaube nicht. Sich jetzt aber nochmal Fallen gucken, weil wenn da so viele Fallen waren, könnten hier bestimmt noch welche sein. Ist das eine Badewanne? Also ein Pool? Wie dekadent. Der hat sich in der Mine einen Pool bauen lassen. Oh weia. So, Gold ist immer gut. Da geht's zurück. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Hat sogar einen Privatfahrstuhl. Und ein Privatklo mit komischen Statuen. Diese Gruppe ist komischer Kerl. Oh, wer bist denn du? Kommt mal her. Böses entdecken. Stefan ist böse. Du, da bist Stefan. Na, was hast du zu sagen? Ihr habt Davion getötet? Oh bitte, tötet mich nicht. Bitte, oh bitte, oh bitte. Ich schwör's, ich bin doch bloß sein Lehrling. Ich weiß gar nichts. Na gut, ich weiß ein bisschen was. Aber ich war doch nur sein Schüler, wirklich. Ich kann euch helfen. Ja, ich kann euch Informationen geben. Fragt mich irgendwas. Na los, fragt mich doch irgendwas. Was ist der Sinn des Lebens? Nein, wer war der uns Vorgesetzter? Wer erteilt tatsächlich die Befehle? Auch wenn wir das eigentlich schon wissen, ne? Durch die Briefe. Ich weiß es nicht, ich schwöre es. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Anführer des Eisenthrons Devoron hier eingesetzt haben. Ich glaube, es sind derer drei. Aber ich kenne ihre Namen nicht.
Daevon erhielt auch noch von jemand anderem Befehle. Er beschwerte sich oft darüber. Aber er nannte mir nie die Namen. Wirklich nicht. Das Hauptgebäude des Eisenthrons ist in Baldurs Tor, irgendwo im Südwesten der Stadt, aber ich war nie dort. Das ist die reine Wahrheit. Kann ich jetzt bitte gehen? Und was war der Zweck davon? Die Minen? Ich glaube, wir wollten als Retter in der Not auftreten. Angeritten kommen mit ihren Eisenvorräten und die Truppen aufrüsten oder so ähnlich. Durch die Räuberüberfälle und die Gerüchte über Ammen hatte sich der Eisenthron ausgerechnet, dass die Herzöge von Baldurs Tor dächten, sie bräuchten auf schnellstem Wege Waffen und Erz für den Fall eines Angriffs der amnischen Seite. Sie dachten, sie könnten astronomische Preise verlangen oder noch besser Sanktionen gegen die Konkurrenz verhängen und so die Handelsgesetze für sich selbst lockern. Ein einfacher Weg, sich an der Küste an Macht im Untergrund zu etablieren. Als Macht im Untergrund zu etablieren. Das ist alles, was ich weiß. Ich schwör's. Er ist böse und er hat für die gekämpft. Nee, raus hier, du Wurm. Oh, danke, danke. Ich verspreche hoch und heilig, mich nie wieder mit Leuten dieser Art einzulassen, egal wie gut die Bedingungen wären. Ja, mein Herr, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von jetzt an aufpassen werde. Danke und auf Wiedersehen. Na, mal gucken, ob wir den nochmal wieder treffen. Stefan, den Namen merken wir uns mal. Kommt mit auf die Liste mit dem Halbling-Zwerg-Gnom, der uns den Stein verkauft hat für 1000 Goldmünzen. So, das sind jetzt die alten Briefe, die schmeiße ich auch mal weg. Die Briefe, die wir eben bekommen haben, behalte ich nochmal. Die Pfeile kannst du immerhin. Ja, die kannst du zusammenpacken. Und das sind Eispfeile. Dann wechseln wir nochmal auf die Malpfeile zurück. Und schauen uns weiter um. Und da ist noch was. Jupp. So. Fehlgeschlagen. 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 Okay, Düna hier. Hat sie den Zauber gar nicht mehr gelernt? Nee, hat sie nicht. Na gut, immerhin. Muss noch ein paar Mal probieren. Oder auch nicht. Na gut, Düna hier, lern mal kurz. Und schlaf mir einfach hier mitten in dieser Nacht beherrscht Blut eure Träume. Wobei es sich nicht um Blut an einer Klinge oder euren Händen handelt, sondern um einen reißenden roten Strom, der sich seinen Weg durch die Reiche bahnt. Eine Flut, die sich über Felder und Wälder erstreckt. Ein Meer aus Blut, das euch bis an den Rand der Welt schwemmt und ins Nichts abzufließen droht. Dieses Blut wirkt sehr furchteinflößend. Mit ungeheurer Kraft schwemmt es alles davon, was versucht, Widerstand zu leisten. Es ist wie ein Monster, das sich durch nichts aufhalten lässt. Könnte man von oben einen Blick darauf werfen, würde es scheinbar die ganze Welt mit seiner rötlich-schwarzen Umklammerung bedecken. Solch ein luftiger Aussichtspunkt ist euch jedoch nicht vergönnt. Ihr befindet euch inmitten der Überschwemmung und könnt sehen, dass sich das Blut nicht in seiner Ganzheit fortbewegt, sondern voller Ströme, Strudel und Unterströmungen ist. Befindet man sich gerade in einer ruhigen Zone, bleibt einem ein kurzer Moment zum Atmen. Während man jedoch im wilden Strudel das Gefühl hat, auseinandergerissen zu werden. Doch letztendlich scheint der Blutstrom ziellos umherzufließen und keinen rechten Antriebswillen zu besitzen. Eine Eigenschaft, die euch selbst im Überfluss zuteil ist. Ihr mögt zwar in seiner Mitte gefangen sein, doch wenn ihr genügend Entschlusskraft hättet, könnte sich euch eine Überlebenschance bieten. Euch stehen noch verschiedene Möglichkeiten offen und es müssen noch Entscheidungen getroffen werden. Als sich die Flut ihren Weg vorwärts bahnt, steuert ihr in eure eigene Richtung. Auf einem Schiff, das auf den Namen Beharrlichkeit getauft wurde und dessen Segel aus Entschlossenheit gemacht sind. Eine plötzliche Welle treibt euch wie beabsichtigt von eurem Kurs ab. Scheinbar besitzt die Flut doch einen eigenen Willen und konnte es nicht länger ertragen, dass ihr den Ritt auf ihrem Rücken offensichtlich genossen habt. Aha, ein weiterer makaberer Traum für unseren Helden. Und Gift verlangsamen. Ja, schön.
Und das Schloss bitte. Klopf, klopf. Oh, den hatten wir doch schon mal. Gucken wir mal schnell. Stab der Furcht, ja. Und was war das? Morgenstern plus 1. Der kann auch verkauft werden. So, jetzt müssen wir den Schlüssel noch zu dem Stöpsel bringen. Beziehungsweise zu dem Sklaven, der davor steht. Schauen wir mal, wo der... Stopp, stopp, stopp. Da geht's noch weiter. Speichern. Ich habe irgendwie gerade so eine Blitzfalle im Kopf gehabt. Nö, ein Schleim. Oh, und Kisten. Kisten sind immer gut. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Aber such mal nach Fallen hier drin. Beziehungsweise an den Kisten. Ist aber auch komisch, dass er direkt neben seinem Privatquartier so einen Schleim hat rumlaufen lassen. Na gut, aber Fallen scheinen ja keine zu sein. Und abgeschlossen ist nur die da. Hm. Na gut. Oh. Ja, das leidige Problem mit dem Inventar. Kannst du irgendwas davon lernen? Das hatten wir alle schon mal, ne? Na gut. Alles. Ah, Khaled hat Platz. Okay. Khaled, da. Immer noch Platz. So, was ist da? Oh, 1000 Goldmünzen. Schön, schön. Und Zaubersprüche. So, jetzt können wir den Fahrschüler benutzen. Ich nehme an, der will wieder nach oben führen. Weil so viel Luxus, wie er in sein Apartment hier reingestopft hat, mit dem extra Bad und dem Super-Locus, wird er sich bestimmt auch einen schnellen Weg nach oben hier eingerichtet haben. Ja, wir sind wieder direkt am Eingang. Oh, na gut. Dann drückt man Gerung an den Schlüssel in die Hand und dann flitzt er kurz rüber. Charakter ist zu weit entfernt, ja. Der ist mir schon vorgelaufen. So. Der war hier. So, hallo. Hallo, wie ich sehe, habt ihr auch den Schlüssel. Das muss ein blutiger Kampf mit dem Meister gewesen sein. Und ihr müsst ganz schön hart im Nehmen sein, dass ihr das überlebt habt. Alles klar, gebt mir den Schlüssel, dann bringen wir es hinter uns. Oh, da ist noch etwas. Ihr habt doch mit Rill gesprochen, oder? Damit die Sklaven hier auch alle lebendig rauskommen? Ja, wir haben mit Rill geredet. Mach dir um deine Freunde keine Sorge. Denen wird nichts passieren. Hier ist der Schlüssel. Also los. Nun, das wäre es dann wohl. Sobald ich den Stöpsel herausziehe, müssen wir um unser Leben rennen, denn sonst werden wir genauso weggespült wie die Orotia-Zwerge. Fertig? Los. Ihr habt den versiegelten Stöpsel aufgebrochen und damit die Mantelwaldminen überschwemmt. Dem heranrauschenden Wasser seid ihr um Haaresbreite entkommen. Der Gedanke, dass ihr den Eisenthron einen herben Schlag versetzt habt, erfüllt euch jedoch mit Stolz. Ihr hegt ein leises Schuldgefühlsein wegen der vielen Todesopfer. Doch ihr wisst, dass ihr nur mit besten Absichten gehandelt habt. Wer auch immer das gerade zu uns gesagt hat. Ihr habt uns gerettet. Der Rest von uns ist nach Norden Richtung Baldurs Tor geflohen. Aber ich wurde ausgewählt, um hier zu bleiben und euch allen zu danken. Ohne eure Heldentaten müssten wir noch wer weiß wie lange in diesem schrecklichen Minen arbeiten. Ich bin nur froh darüber, dass wir nicht in dem nassen Grab da unten enden mussten, wie die restlichen Söldner des Eisenthrons. Da lebten, glaube ich, keine Söldner mehr. Oh, Ruf hat sich verbessert um 2. Ja, aber 20 ist Maximum. Ja, das hätten wir also auch geschafft. Und jetzt können wir noch Baldurs Tor, einer wirklich riesigen Stadt. Ich denke mal, ich werde allein 20 Folgen damit verbringen, das Ding zu erforschen. Muss ich mal schauen, ob ich das wirklich mache oder ob ich nur zu den wichtigen Gebieten gehe.
So, aber erstmal wollen wir unbedingt zu einem Händler, weil unsere Taschen ausleeren. Am besten auch zu einem Tränkehändler. Das heißt, ich laufe jetzt hier raus und mache mich dann auf den Weg zur hohen Hecke, um zu gucken, ob er da Tränke kauft. Was ich glaube ich schon mal gemacht habe, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Naja, also zur hohen Hecke, gucken, ob er Tränke kauft, und wenn nicht, dann gehe ich zu unserem Lieblingshändler in Naschkel. Und dann sehen wir uns gleich wieder.